Wrestling war in den 90ern eine riesige Sache und hatte auch viele berühmte Wrestler hervorgebracht. Namen, die noch heute bekannt sind, wie Hulk Hogan, den Undertaker und so weiter. Als Kind fand ich damals natürlich immer alles super und habe WWF Superstars 1 und 2 auf den Gameboy wirklich hoch und runter gesuchtet. Hier haben wir noch ein Wrestling-Spiel. Also, wie schlägt sich das im Vergleich? Was taugt WWF Raw für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Realtime Associates entwickelt und von AJN in den USA und Europa 1994 veröffentlicht. Neben dem Game Boy wurde jede Sega- oder Nintendo-Konsole der Zeit mit einem Ableger bedacht. Wie der Name es schon verrät, erwartet euch hier ein klassisches Wrestling-Spiel. Das heißt, ihr seid in einem Ring und kämpft gegen eure Kontrahenten. Dafür könnt ihr aus 8 verschiedenen Recken auswählen. Alle sind lizenziert und es sind einige Größen wie der schon erwähnte Undertaker oder auch Shawn Michaels oder Bret Hart dabei. Ein Dämpfer hier aber schon einmal vorweg, die Auswahl ist leider rein kosmetischer Natur. Alle steuern sich gleich. Es gibt keine Unterschiede, keine Spezialattacken oder gar Schwächen oder Stärken. Lediglich die grafische Präsentation ändert sich dann etwas und selbst die, naja, ihr seht es ja selber. In dem Pixelmatch erkennt ihr eh nicht, wer das sein soll. Okay. Das ist also der erste Dämpfer, aber es gibt so einige Spielmodi. Zuerst können wir aus One-on-One, Tag Team und den Survivor Series auswählen. Die ersten beiden dürften klar sein und beim letzten Modus wählt ihr hier 4 Wrestler aus, die gegen die anderen 4 antreten. Das klingt jetzt aber spektakulärer als es eigentlich ist. Es ist ein Tag Team, nur halt mit 4 Leuten, die in der Reihe antreten. Also es kämpfen jetzt nicht alle auf einmal oder so. Das wäre ja toll und sowas kann man ja nicht einbauen, ne? Bei den ersten beiden Menüoptionen könnt ihr noch den einzelnen Match, Turnier oder den Brawl-Modus auswählen. Wobei man bei Brawl dann gewonnen hat, wenn die Lebensenergie des Gegners unter einen gewissen Punkt fällt. So, jetzt kommen wir endlich zu den Kämpfen an sich und was soll ich sagen? Ich habe mich nicht umsonst bisher um die Beschreibung gedrückt. Die machen einfach keinen Spaß. Erst einmal ist die Lebensenergie der Kämpfer viel zu hoch und Schläge und Tritte richten kaum was aus. Daher fühlen sich die Kämpfe einfach nur super statisch an. Auch andere Kampfoptionen sind sehr eingeschränkt. Ihr könnt treten, schlagen und einen Haltegriff initiieren. Dann könnt ihr noch 2 bis 3 Sachen danach machen und wenn der Gegner liegt, drauftreten und euch fallen lassen. Und ach ja, ihr könnt auch noch rennen und euch durch die Seile wieder hin und her schleudern lassen. Den Momentum könnt ihr dann auch für den Sprungtritt nutzen. Nun ja, was soll ich sagen? Ihr seht es ja im Gameplay bisher selbst. Es vermischt sich alles schnell zu einem Pixelbrei. Öfter habe ich sogar komplett die Übersicht verloren, weil ich nicht mehr wusste, wer von den beiden jetzt eigentlich ich bin. Der Kampf macht einfach keinen Spaß und fühlt sich eher wie Arbeit an und nicht wie ein Spiel, was Spaß macht. Groß taktieren ist auch nicht drin, da ihr euch, wenn, denn nur für kurze Zeit lösen könnt. Hier wären mehr Optionen und vor allem individuelle Stärken der verschiedenen Wrestler definitiv angebracht gewesen. Das machen andere Spiele wirklich viel besser. Die Technik ist eher im unteren Bereich anzusiedeln. Die Kämpfer sollten ja eigentlich richtig gut ausgearbeitet sein, verschwimmen aber wie erwähnt schnell im Pixelbrei. Auch die Animationen sind jetzt nicht gerade mit viel Liebe zum Detail umgesetzt worden. Beim Sound sieht es jetzt wenig überraschend nicht anders aus. Was taugt WWF Raw für den Game Boy heute noch? Ehrlich gesagt, nichts. Ich glaube, selbst wenn ihr wirklich großer Wrestling-Fan seid, ist das Spiel nichts für euch. Als Kind habe ich wie erwähnt WWF Superstars 1 und 2 hoch und runter gespielt. Die machen einfach so viel besser, obwohl die Spiele an sich ja auch sehr simpel sind. Die Wrestler sind gut unterscheidbar, die Kämpfe fühlen sich nicht träge an und es gibt mehr Optionen. Hier macht AJN leider seinem Ruf wieder alle Ehre. Das war der Test zu WWF Raw für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.